Als ich das Licht im Flur anknipse, da steht ein Einbrecher vor mir. Schwarz gekleidet, Skimaske, vollgestopfter Beutel, aus dem mein Laptop ragt. Alles in allem eher unangenehm. Beide erstarren und unsere Blicke keilen sich ineinander. Ein Schrei, eine Drohung, losstürzen. Irgendwas in der Richtung muss ich jetzt wohl tun. Magst du einen Tee, frage ich. Er antwortet nicht. Ich versuch's nochmal. Du, ich weiß nicht, wie das normalerweise läuft, wenn dich jemand erwischt, aber so wie ich das sehe, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir ziehen diese ganze Oh nein, ein Einbrechernummer voll durch, prügeln uns kurz im Flur, ich unterliege dir offensichtlich, du schlägst meinen Kopf auf die Kommode, ganz viel Blut fließt, du entkommst, ich bin gelähmt, DNA-Spuren überführen dich, du lebst im Knast, bückst dich umständlich nach der Seife und so weiter und so weiter. Oder wir chillen uns ganz kurz auf meine Couch, trinken einen Rooibos und der Rest, der läuft uns doch nicht weg, oder? Och, na klar, sagt der Einbrecher. Ich mag aber nur Darjeeling.